Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2. Ohne mich! Ja, mit dem Brownie und mit traurigen News. Bitte. Der traurigen News nämlich. Du hast aufgeregt! Oh. Kannst du mich nochmal anrufen? Ups. Ich hätte dich noch niemals. Warte mal kurz. Jetzt höre ich dich wieder. Ich hätte dich doch niemals aufgeregt. Das war wirklich aus Versehen. Glaub mir doch. Glaub ich dir nicht. So, ich gebe noch ein paar Fähigkeitenpunkte aus. Ja, jedenfalls kam ja jetzt heute das neue Update, womit es, okay, ich kann es euch nochmal zeigen. Einerseits gibt es jetzt den Küstentrooper hier, den seht ihr ja da. Ich weiß, wie man da auf Maul bekommt, den Skin. Okay, warte man mal. Man muss 5000 Gegner auf Maul töten. Du musst dich stürmen. Ach, Alter. Jetzt. Ja. Man muss 5000 Ultimate Darth Maul töten. Oh ja, das ist zutreffend mit Darth Maul. Ja, und zwar gibt's einerseits von Darth Maul diesen neuen Skin. Oh, der hat da sogar seine Roboterbeine. Was er eigentlich auch zu erwarten war. Weil das ist halt der Skin Komm jetzt bei von mir rein. Rebels. Kannst du über die Klappe halten. Nö. Das ist halt der Skin von Rebels. Dann gibt's noch Rey. Direkt daneben. Mit ihrem Widerstandsfähig. Also eigentlich nur Jedi mit Kapuze. Und es gibt halt noch Rey Skywalker, aka Verräterin. Du hast dir die Skywalker den Namen weggenommen. Du bist die wahre Böse. Peppity war gut im Gegensatz zu dir. Was? Ja, ich mag Rey seit Episode 9 nicht mehr sonderlich. Warum? Sie hat sich zu Rey Skywalker benannt. Ich hätte es noch akzeptiert, wenn sie gesagt hätte, ich heiße jetzt Rey Palpatine Skywalker. Sie hat aber nur Rey Skywalker gemacht. Sie hat. Weil alle sie verantwortlich hätten, wenn sie Palpatine wäre. Sie war für alles verantwortlich. Sie ist das wahre Böse. Nein, ist sie nicht. Verreck. Und das ist halt ewiger Sith-Outfit von Imperator. Gab's auch noch irgendwas? Jetzt komm bei mir rein. Ah ja, und da gab's noch Karriere. Was muss... Ah ja, stimmt, hast du mir schon erzählt. Ah ja, stimmt, ich sollte Neue mal bei dir reingehen, ne? Neues Vorherrschaft. Zeit der Rebellion gibt's. Kannst du mich einladen? Ich hab... Alter. Ah, okay. Lol, du hast mich eingeladen. Lol. Bevor du weiterreden kannst, starte ich vor das neue Spielmodus. Okay. Zeit der Rebellion. Ich guck nochmal nach Fähigkeitenpunkte, die ich ausgeben kann. Erleide bei kritischen Gesundheit weniger Schaden. Lies nicht alles vor, wir sind gleich auf Scardiff. Direkt die neue Map. Oh ja, das gibt's auch. Das ist die Map von Rogue One. Rogue One. Ich hab immer Roach, lass mich. Ja, ich mag den Film eh nicht. Also was soll's. Ich auch nicht. War der schlechteste Star Wars Film, den ich je gesehen habe. Ich entwickle mich langsam zu einem der Leute, die neuen Filme scheiße finden und die alten gut. Ich mag Rogue One nicht, Episode 9 nicht. Fünf. Ja, wir waren noch immer so hier. Wir mochten am Anfang, wo halt Rey, Finn und so neu waren, mochten wir die gar nicht. Ich mochte Rey. Nee, und wir haben alle, wir haben die Filme gehasst am Anfang. Die einzelnen ein paar Charaktere mochten wir schon, aber insgesamt hassten wir alles. Ich glaube, ich erzähle das dir mal. Es gab so eine Situation mit dem Brownie in Episode 7. Erzähl nicht das, was ich gerade denke. Das war witzig. Bitte dich. Das war sehr witzig. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber mich scheißegal. Erzähl mir später, wenn ich keine Aufnahme Okay, ich erzähl's euch.
Wir sind für Episode 7. Schieß dich jetzt ab dafür. Als der rauskam, sind wir ins Kino gegangen. Ach, nee, bitte nicht. Mit 3D. Ich selber habe Rot-Grün-Schwäche und sehe 3D ich hab aufgelegt. Wenig. Aber da der Brownie da noch ein bisschen jünger war und das war ein bisschen zu viel für Steffen, die ganzen... Guck mal, ich hab aufgelegt. Ganzen X-Wings und so, die da vorbeigeflogen sind. Kannst wieder annehmen. Und als dann dieses Saugnapf-Viech am Falken hing, war das dann ein bisschen zu viel. Und der ist ja ein bisschen früher rausgegangen. Aber dann haben wir es später nochmal nachträglich nachgeguckt und er fand's gut. 3D ist nicht so sein Ding einfach. Ich sehe, also. Hast du dich gestorben? Kuhn-Gamer zieht zu wenig. Nee. Oh, scheiße, doch. Yeah. Kuhn-Gamer sieht zu wenig 3D und ich sehe zu doll 3D. Ja. Und das ist halt das Problem bei uns bei 3D. Bei mir lohnt es sich nicht dafür extra Geld auszugeben und bei ihm ist es. Das lohnt sich nicht. Bei ihm ist es ein bisschen zu viel. Und bei dir zu wenig. Ja, deswegen lohnt sich bei mir eigentlich kaum. Ja, bei mir auch gar nicht. Deswegen gehe ich auch nie in meiner Klasse, wenn wir 3D-Filme gucken, gehe ich auch gar nicht erst mit. Ihr guckt so, Winnie Pooh ist mir zu gruselig. Wir haben ehrlich mal so. Wir gucken immer in der Schule nur so richtige Babyfilme. Ja, das ist aber normal. Wenn ihr 12 seid, könnt ihr ein bisschen geilere Filme, sowas wie Maze Runner oder so gucken. Ey, Story. Ja. Story for my life. Ich selber habe die Hoffnung in der Menschheit verloren. In meiner Schule gibt's. Kennt niemand, außer meine Freunde und ich. In meiner Klasse kennt denn niemand Maze Runner. Ich auch nicht. Aber du hast es mal gehört. Ich hab das mal gehört von euch, wie ihr drauf irgendwann geredet habt, gestern beim Grillen. Die haben nicht mal was von gehört. Also die waren doch mal eine Ecke unwissender. Obwohl das auch bei dir ein Kulturfehler ist, aber das ist bei mir normal. Aber das krassere fand ich dann auch noch, die kannten Twitch nicht. Okay, das finde ich abscheuend. Niemand kannte Twitch und das ist unsere Generation. Das ist Twitch. Das ist genauso, als würdest du YouTube nicht kennen. Das ist genau das gleiche Prinzip. Ist so, das ist genau das gleiche. Hey, also nicht ehrlich. Genau das gleiche, aber das Prinzip ist genau gleich. Ja, es ist halt im Fall genau das gleiche. Nee, Twitch und YouTube ist nicht das gleiche. Ja, Twitch ist jetzt. Oh fuck. Ist jetzt rein, Streaming. Ja. Aber. Also nicht immer, man kann auch Filme, man kann auch Videos hochladen. Ja. Aber es ist halt. Es ist genau das gleiche Problem, ey, du musst das kennen, weil das ist unsere Generation. Ja, das stimmt. Also es ist einfach nur traurig, dass du das nicht kennst. Ja. Ich finde das einfach nur traurig. Yoda ist hier. Ja, Darth Maul auch. Aber noch alte Version, glaube ich. Weil es schwer ist, 8000 Leute mit Darth Maul zu töten. Oh scheiße, bei mir ist Darth Maul. Oh scheiße, das ist ein Maul. Nee, bei mir ist. Oh nee, ist nur Palpatine. Ist nur Palpatine. Ja, das haben die Rebellen da auch gesagt. Ist nur Palpatine. Ist nur Palpatine. Oder weißt du, was ich früher? Ist der Han Solo. Oder weißt du, mein alter Witz, der Han ist Solo. Der Hand ist immer noch Solo. Ich fand's. Ey, das ist. Oh scheiße, das ist doch ein Maul. Oh ne, ist doch nur Palpatine. Da kommt so Palpatine aus dem Nachtfeld, der dunkelste Lord der Sith. Und diese, so, ist nur Palpatine. Ich find's gut. Meine Witze? Ja. Manche Kommentare von dir. Oh scheiße! Da kam wirklich Morley mir entgegengesprungen. Ach ja. Sichert diese Position. So, da das die traurige Nachricht ist, okay, ja jetzt halt, alles das Spiel gut. Wird nicht mehr weiter. Geupdatet, ja, wie er es gesagt hat. Heißt halt nicht, dass das Spiel ausgestorben ist, aber. Die einzigen Updates, die noch kommen, sind vielleicht irgendwelche Bugfixes und Events. Oder Events. Aber sonst, Aber mehr kommt auch nicht. Wird da auch keine neue Map, kein neuer Held oder sowas kommen.
finde ich schade, aber das auch Spiel noch leider kein neuer Skin und so. Das Spiel ist zweieinhalb Jahre draußen, das reicht auch dann. Ich werde das Spiel wahrscheinlich trotzdem noch Ewigkeiten spielen, da ich alle Karrieresachen möchte. Ich möchte die Story nochmal komplett durchspielen. Alles 100% haben, soweit es geht, alle Skins und so. Also habe ich da noch viel zu tun. Und du? Ich werde auf jeden Fall mit dir in den Weg gehen. Ja. Ich werde wahrscheinlich, wenn dann. Also zumindest bei den Online-Sachen. Wenn ich dann fertig bin mit der Sache irgendwann, werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal einen letzten Last Stream machen. Oh Scheiße, bei mir ist Darth Maul. Und dieses Mal wirklich. Die sind überall dunkel drin. Naja, du hast ja mit uns schon die neueste Folge von Mandalorian geguckt, ne? Die Folge 7. Ich glaub schon, ja. Spoilerwarnung, Leute, also ihr müsst jetzt ein bisschen vorklicken, wenn ihr das nicht mithören sollt. Also da sind ja, das ist ja die Folge, wo die Dunkeltruppen kommen. Ja, ja, die habe ich mit euch geguckt. Ja, ja. Oh nee, das ist Maul. Ich freue mich schon auf nächsten Freitag. Warum? Weil dann nächste Folge kommt. Ich freue mich auf die nächste Folge von Clone Wars auch. Ja, ohne Scheiß, es sind Folgen auf, von Clone Wars ja jetzt schon zwei da, zwei neue auch. Ah, die sind auf Englisch. Aber die sind, die gibt's nicht auf Deutsch. Ja, ja, das sind auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, warum. Warum kommen die da nicht bitte her? Die heißen Deutsche, die heißen Deutsche. Boah, und warum sind die jede Ecke, wo eigentlich keine... Ich bin hinter dir. Stormtrooper sein sollten, auch Stormtrooper. Warum ist dann... Das ist ein Verbugter. Ja. Da hinten ist Yoda. Und Luke. Hey, Yoda. Keine Ahnung, wo du herkommst, aber Yoda. Keiner von euch sollte eigentlich gerade hier sein, weil der eine auf Dagobah ist und du eigentlich noch an der Farm auf Tatooine. Aber was soll's? Stimmt. Und warum hat Luke sein eigenes Lichtschwert schon? Ja, ja, sein altes halt. Kommt ja erst später. Mhm. Auch cool aus der Mandalorian-Folge fand ich dieses eine, den einen TIE-Jäger. Eigentlich ist es ja so, dass TIE-Jägers nicht seine Flügel einklappen können, aber auch nicht auf den Flügeln stehen können. Das können die normalerweise nicht. Aber die TIE-Jäger aus Rebels. Die TIE-Jäger aus Rebels sind nämlich nochmal eine spezielle Sorte. Warum hast du mich? Die TIE-Jäger aus Rebels sind nochmal eine spezielle Sorte und die TIE-Jäger aus Mandalorian, ach, der einklappbare, ne? Komplett. Klappe. Der einklappbare. Nein. Der ist, das, der nennt sich nämlich Outlander TIE-Jäger und ist halt für das Outer Rim gedacht, weil es da nicht so viele Häfen gibt, wo man die TIE-Jäger dran packen kann. Hat man dafür halt nochmal eine eigene Art gebaut. Und ich finde diese einklappbaren TIE-Jäger cool. Übrigens, wir werden hier gerade überrannt. Ja, ich hab's auch bemerkt, ich bin auch gerade nicht so gut in Form. Hallo Maul! Hallo! Ich hab Maul. Nee, ist Vader! Ah. Warum übersiehst du die immer? Du bist. Ey Maul! Und nee, Vader! Ich seh nur rote Lichtschwerter! Brownie! Ach, ist nur Vader! Ist nur Vader, würde ich auch schon fast sagen! Ey, jetzt ehrlich, ich wollte das auch schon fast sagen! Ach, ist ja nur Vader! Das ist jetzt unser neuer Gag! Ach. Ah, Leute, ihr habt extra eingeschaltet, damit wir diese Scheiße labern. Ist da immer noch so. Oh oh, oh oh, oh nein. Och komm, ey. Ich bin gerade echt nicht der Beste, ne? Ist der Han Solo? Der ist wohl Solo. Nee, ach, Alter. Ja, ich hab. Verstehst du den Gegner nicht, oder? Ich hab jetzt nicht wirklich. Naja, Du bist nicht wirklich gestorben, oder? Aber, soll ich sagen, was die gute Sache ist, oh, daher, dass jetzt... Oh nee, da ist Vader, ach ja, das ist nur normal. Ey, soll ich sagen, was die und gute Vader. Sache ist, daran, dass jetzt, die jetzt nicht mal Updates hierfür bringen. Das heißt, die haben wieder ein neues Entwicklerteam, frei für irgendein anderes Spiel oder sowas halt. Für das nächste Star Wars. Ja, vielleicht für ein Fallen Order 2, oder... Man hat... Es gibt's ja schon Leaks zu einem neuen
hier Star Wars Spiel. Und damit meine ich ja nicht Lego, sondern ganz normales halt. Aber ich freue mich schon auf Lego Star Wars. Ja, und entweder wird es halt ein neues Fallen Order. Es gibt auch noch irgendein anderes Spiel, wo der sagte, ey, das wird ein ganz anderes Spielerlebnis, was noch kein Star Wars Fan je gesehen hat in einem Spiel. Da gibt es noch Gerüchte, dass ein neues Knight of the Old Republic kommt. Was eben wie 1 und 2 vereinen soll, aber anders sein soll. Vielleicht in der High Republic. Und ich hoffe, dass man die Old Republic zum Canon dazu Star Wars zählt. The Kuchen Republic. Also ich hoffe, die Old Republic wird... Digga, können wir unsere Helden sterben? Ich hab 13.000 Punkte. Ja, die sind hier jetzt relativ ehrlich. Gut. Ach komm. Oh nee, es ist ja nur Maul. Nee, bei Maul ist es nicht gut. Maul ist der Böse. Mann. Aber Darth Vader ist der Gute. Ja, ja. Alle anderen wollen nur, wollen nur spielen. Wie die Katzen? Ja, ja. Soll ich heute bei dir schlafen? Nein. Bitte nicht. Oh Mann. Oh, ja. Ich hatte ganz kurz die Chance. Leute, jetzt hatte ich gerade so einen Wetz-Reflex. Der Brownie kennt es vielleicht nicht, aber in Fallout 76 und in jedem anderen Fallout auch gibt es ja dieses Vans an diesem System. Und das habe ich gerade aus Reflex für Darth Maul gedrückt. Ich habe Vader getötet! Woo! Kein Episode 4. Imperator Palpatine hat er gesagt. So. Ah! Ich glaube, ich guck mal ganz kurz auf meine Karten. Irgendein Typ hat mich getötet, aber Darth Vader kann mich nicht töten. Erhöhte Reichweite an Kampfpunkten. Das klingt nice. Ich bin jetzt bei dir. Aber hier ist wirklich ein richtiges Durcheinander, ne? Mhm. Schießt sie alle um. Au! Wo sind sie? Agent Karras hat mich getötet. Nein. Aber der ist doch gut. Ach ja. Hat er wahrscheinlich vergessen. War das ist aus Mörbin Spitze? Ich muss jetzt noch jemand. Alter, ich werde einfach bis zum Ende der Map. Ich hab's überlebt. Ich auch, ich wurde hit bis zum 88. Guck mal hinter dir. Ja, ich wurde bis zum 80-80 geschleudert, ich hab's überlebt. Ich hab keinen Schaden genommen. Ja, ich hab's auch überlebt, gut, zufällig. Ich muss mir jetzt vorstellen, da schießt ein Rebell einen anderen Rebell ab. Ups, ich war ganz kurz noch beim alten Zeiten. Oh, ich könnte jetzt hier Sidious umlegen. Ey, für Sidious. Sidious ist richtig low. Sidious braucht noch wenige Schüsse. Ich börder Sidious um. Wir erobern gerade. Au! Ja, ich mach Sidious weg. Wir haben erobert. Och komm. Am besten ihr macht die ganze Arbeit. Baby erobert. Okay. Oh nee, der Vader ist hier. Es muss ohne Scheiß, aber ein Aussehen hätten die noch reinmachen müssen von Luke. Welchen? Das Tatooine-Outfit mit Laserschwert. Das fehlt. Oder was ist mit als einer Knacker? Hätten die auch machen können. Also sie hätten einmal noch die Jedi-Meisterzeit und einmal die Exilzeit machen können. Guck mal, da gibt es trotzdem noch Sachen, die hätten reinbringen können oder noch reinbringen müssen eigentlich. Ich habe eigentlich auch erwartet, das Spiel endet nicht. Dass sie da halt irgendwie immer wieder zwischendurch irgendwelche neuen Charaktere reinbringen und neue Maps. Es gibt ja eine Unendlichkeit an Maps. Aber ich wette mit dir in 10 Jahren... Oh, scheiße!
Scheiße, Alter. Ich wette, in 10 Jahren gibt es ungefähr ein neues Battlefront 3. Ein neues Battlefront 3. Oh, Scheiße! Da ist Darth Vader! Wir bekommen Hilfe vom Solo! Da ist Darth Vater! Schmuggler. So. Ja, da ist hier auch Vader. Nee, das. Nee, doch, doch, das ist Vader. Doch, das ist Vader. Das ist Darth Vater. Ja, der sah nur ganz kurz vom Helm aus wie ein Ren. Ja, von weitem. Oh, Scheiße, der hätte ja mitten in meine Fresse geworfen, die Granate. Oh, Vader. Ach komm, ich möchte. Wollen wir danach wieder unser Lieblingsmodus spielen? So. Und zwar in Zeiten der hier Klonkriegen. Das ist immer unser Liebling. Zumindest mein Liebling. Ja, aber die anderen Maps müssen wir auch mal gesehen haben. Aber ich will zumindest auf Todesstern 2 spielen. Ja, ja, deswegen spielen wir. Han Solo ist tot. Schnell umbringt. Auch eine Erneuerung ist ja, dass man jetzt. Oh, da ist Maul. Dass man jetzt halt nach jeder Runde auch eine neue Karte bekommt. Dass man nicht jetzt hier zweimal auf der Map ist. Ja, das finde ich geil. Ja. Deswegen spielen wir auch, bis wir alle Karten fertig hier haben. Und so lange nehmen wir halt auf. Ja, aber jetzt kann man Folgen das, halt aber. Jetzt kann man das Spiel halt fertig machen. Ich werde das Spiel ja jetzt auch fertig machen. Also ich der entdeckt sich nicht. Du musst aber auch alle Herausforderungen zu machen. Ja, ich werde alle Herausforderungen machen. Alle Charaktere auf. Alle hier. Sternkarten für alle Charaktere und halt alle Skins. Auf voll auch. Ja, ja. Obwohl alle Skins wird vielleicht bei Ren unmöglich, da. Oh oh. Da hier Ren hat einen Vorbestellerbonus, den kann man natürlich jetzt nicht mehr kriegen. Vielleicht kann ich den irgendwie doch noch erwerben. Wäre cool, wenn man den noch kriegt, wenn man alles andere hat. Och komm. So. Wurde von hinten erschossen. Ja, ich werde auch. Aber ich habe noch 5 Leute gekillt, also. Ah ja, Leute, ich habe die Katze übrigens hinter mir. Simon ist noch ganz nass, weil es draußen regnet den ganzen Tag nur. Ja, der war vorhin bei mir im Zimmer drin. Ja, und dann ist der hier reingegangen. Der andere Kater ist auch hier, aber der kam schon heute Morgen. Ich glaube, der ist gar nicht erst rausgegangen. Der wusste schon direkt. Ja, ist mir zu nass. Jemand hat uns das Signal empfangen. Darth Vader, töte mich! Der Vader ist low. Okay, ich töte hier gerade andere. Der Vader ist low live. Warum ist immer alles besetzt, wenn ich rein in Dings komme? Ja, ich auch. Ich möchte auch einmal Luke oder so sein. Oh, Sieg. Ja, man geht nicht mehr in Raumschiff und so. Leider. Hätte auch die Endszene von man könnte jetzt noch einbringen, dass jetzt die ganze Basis da auch zerstört wird noch. Ich glaube, dann wäre es vielleicht ein bisschen zu lang geworden. Oh Mann, ich glaube, ich bin Sechster. Mann. Ich bin 17. Ich bin 11. Du bist vor mir? Ja. Okay, das ist ein Detail. Ich schreib jetzt an EA. Oh. Ich glaube, nur eine Runde mache ich noch in dem Video. In dem Video noch eine Runde und dann neues Video mit 5 Runden. Hoff bitte jetzt Todesstern 2. Ich möchte Steffen. Vor allem, wenn ich alle Erfolge habe, ne, also dann wird's nice. Hallo? Ha. Kuchengamer? Ja. Ja. Gamer! Ja, was ist dein Problem? Der redet einfach nur nicht. Hallo? Hallo? Das ist noch an. Hast du mich gestummt? Der Typ will einfach nur nicht reden. Wow. Kuchen Gamer? Ja.
Hallo. Redet einfach nur nicht. Mit auf jeden Fall. Kannst mich nicht verarschen. Ja, ich verarsche dich. Oh ja, und dann gibt's auch noch das hier. Bitte, Todesstern 2. Ich verarsche den wirklich nicht. Tatooine. Kuchengamer? Ja. Ach komm. Predestitched. Aufgelegt. Der Schmerz hat aufgelegt. Hörst du mich jetzt? Ach man, das Ding ist noch nicht drin. Oh mein Gott! Das Headset war nicht richtig drin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's gehört. Ernsthaft? Ja. So was kriegst auch nur du hin, ne? Richtig. Oh mein Gott. Stumm dich nochmal, ne? Hab ich. Okay. Wenn dein Kopfhörer ausschaltet, wird er zurückgesetzt. Okay, das mache ich durch. Zack. Zack. Fähigkeiten anzünden. Alter, wenn ich jetzt Kopfschüsse mache, wird meine Waffe nach der nächsten Überhitzung. Hey, ich bin in der Runde. Zu 40% weniger. Ja, ich bin auch in der Runde, aber ich kann noch upgraden. Ach komm. So. Erleide kritische Gesundheitsschaden. Weniger Schaden, Okay. Woher das plötzliche Interesse des Imperiums an Tatooine kommt, sei dahingestellt. Aber wir werden ihn einen heißen Empfang bereiten. Einen schönen Empfang. Warte mal. Wie hier so eine Armee rausstürmt. Warum sind wir denn immer noch Rebellen? Ey, weil man das einstellen kann. Nee, kann man nicht. Ist Zufall. Ich will nicht Rebellen sein. Nee, nur die Map wird gewechselt. Ich finde die Imperialen besser. Ich finde, die Rebellen haben so... Die haben beim Aussehen, die haben ja eigentlich nur verschiedene Rassen. Aber die haben. Hab jetzt, auf dich geschossen. Ja, haben nichts Besonderes anderes, ne? Also die sind nichts Besonderes, die sind alle gleich. Die Stormtrooper haben alle Individualität. Die sind besser. Oh fuck. Ich bin tot. Ich auch. Zufällig. Ich bin im Flugzeug. Ich bin auf dem Dach. Also ich fliege übrigens. Ja. Ich bin über. Oh euch. Scheiße! Ja, ich habe sogar noch jemand umgebracht bei der Granate. Meine Flugzeugskills, was geht her, lassen mich eigentlich gut sein. Na klar, Skills. Digga, komm eins gegen eins. Au. Ich bin nur scheiße. Das ist richtig. Ich sag nichts jetzt. Och komm! Sag nix, Leute, bitte. Schreibt nichts in die Kommentare, was. Ja, okay, schreibt irgendwas in die Kommentare, bitte. Also. Oh oh. Ach komm! Schon! Versager! So richtig aus der Ecke. Versager. Ich hab gesehen, wie du verreckt bist. Danke. Und ich nehme hier mit ein paar Kumpels gerade noch welche Stützpunkte ein. Ja, ich wechsle auch die ganze Zeit gerade Charakter, ob ich jetzt erstmal irgendeinen Main finde, ganz kurz. Normalerweise also ich ist bin schwer, bis ich bis da oh, cool ist. Normalerweise ist es natürlich eher der normale Trooper, aber da wird ja jetzt erstmal nichts draus. Ich habe hier übrigens Maul und ich glaube Sidious ist das. Nee, Vader.
Ist nur Vader, okay. Vader. Attacke! Ach komm! Ich wollte doch nur meine Minigang einsetzen. Schon werde ich hier wie eine Frisbee rumgeworfen. Wie denn sonst? Dann kann ich auch ganz normal. Alter, sind wir gerade eingeengt. Oh, Vader, ach come on. Nein, lass mich, du hast mich doch schon genug geknebelt. Aber ich habe ein Level abbekommen. Ist auch nicht mein Tag. Das nützt uns nichts. Au! Ich hab versucht, meine Minigun gegen Vader einzusetzen. Ach komm, jetzt verschwindet der. Das Arschloch. Moinsen! Woo! Ach komm! Ich hatte eine Minigun, die ich auf ihn gehalten habe. Aber auch nur auf ihn gehalten, ne? Ja, was denn sonst? Ja. Auch noch gedrückt, das ist doch inakzeptabel. Moll! Moll! So, Freunde, wir sind hier vollkommen eingekesselt. So. Ich möchte unbedingt neue Gewehre. Hörst du mich noch? Ja. Okay. Hä? Komm, wie wurde ich denn jetzt weggeworfen? Mann! Warum legt der Typ dann auf? Warum hast du aufgelegt? Danke, dass du aufgelegt hast! Warum hast du aufgelegt? Alter, ist es hell. Ich hab nicht aufgelegt! Oh, ist das hell, wenn man rausgeht. Oh. Alter, das tut in den Augen weh. Will nicht runter. Oh scheiße, Maul. Muss aber. Ja, Obern gerade ist es nicht, ist es. Vom wo wurde ich jetzt angeschossen? Ah ja. Oh scheiße! So, ich hab zwei weggemacht. Aua. Bin wieder im Rennen. Wieder. Wow. Wow. Oh, da ist wieder ein AT-ST. Vielleicht kann ich ja jetzt mal meinen Minigang einsetzen. Moin, wo bist du? Eigentlich könnte ich ja jetzt irgendeinen Helden nehmen. Ich überfahre unsere Leute übrigens. Oh ja, hast du gut gemacht. Ich würde jetzt gerne... Oh, scheiße! ...einen Jedi nehmen. Aber da wird wohl nichts draus. Warum kann ich nicht mal fliegen? Ja! Ich fliege! Endlich! Boah, ich bin selbst. Oh, scheiße, das war ein richtiger Scheißpunkt, an dem ich gestartet bin. Ey. Ja, okay, jetzt reißen wir. Nicht Offizier. Schwerer Trooper. Ich mach jetzt dieses Kackding da weg. Und ich spawn natürlich oh, ganz anders. Warum schießen mich meine Gegner ab? Die haben mich alle lieb. Warum fliegen hier so riesige Teile rum? Aua! Jetzt stirb! Ja, bin wieder in der Luft! Ich hab den ATS die ganze schon viel Schaden gemacht. Kannst du nachhauen? Was ist los? Irgendjemand hat gesagt, wo hast du ein Schießgelände bei deiner Oma? Da liegt er ganz genau richtig. Bei unserer?
Nein. Nein. Oh Mann. Ich flieg wieder! So, ich schieß wieder auf das Ding. Ach komm. Man wird den nicht los. Nimm mal wieder mein Main. Er ist ohne Scheiße, ich brauche eine bessere Waffe. Warum knallt mich jemand ab? Oh Kacke. So, ich wollte eigentlich jetzt gerne eine neue Waffe für meinen Schwerttrooper haben. Warum erfährst du mich immer in einer scheiß Rakete? Weil. Warum ich? Ich könnte jetzt ganz schön viel beleidigend sagen, aber ich mögen Raketen einfach. Danke. Danke für das Kompliment. So, rein. Ich hätte auch ganz viel weniger nettere Sachen sagen können. Und du weißt, ich habe das nötige Wissen dazu. Ich denke mir sowas irgendwie schnell aus. Ja, ich habe 2 Leute in der Luft getötet. Ja. So, ich gehe jetzt auch in die Luft. Ach komm. Kannst du mal einen deiner eigenen Leuten töten? Kann ich leider nicht. Doch, machst du aber. Ich bring mich nicht selber um. Oh ne, warum lieben mich Raketen? Aussehen. Aber ich bin nicht gestorben. Nein. Warum liebe ich Raketen? Gut, Leute. Das war's mit der Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Wenn ja, geht einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.